Ja, das Coole ist, das ist ja nicht normal. Das ist ja nicht Standard. Leute, das ist so ein krankes Spiel. Warum gibt es so Das ein... ist wirklich nicht normal. Warum gibt es so ein Spiel? Ich weiß selber nicht, wo ich bin. Ich bin, für die Leute, die es vielleicht kennen, ich bin in Rift gegangen und das kam dabei raus. Ja, lebte im... Das ist die erste Stufe von dem Rift. Oh mein Gott. Oh, hier sind widerliche Sammler zum Teufel. Widerliche Sammler, was droppen die denn? Nee, die droppen Handwerksmaterialien. Kann ich Lol. zwar nicht gebrauchen, habe ich viel zu viele eigentlich schon von, aber... Also eben für die, die es nicht kennen, er spielt Diablo 3 und ich schaue ihm über Skype zu. Und Per Skype-Bildschirmübertragung. ja. Also falls es lecken könnte, er ist momentan in Deutschland, ich bin in der Schweiz Ja, und... natürlich! Ja, natürlich, da vorne fällt jetzt weit um. Rastet doch, Maus. Drei Pläne schon. Ich hab schon drei Pläne darunter, ein Setplan. What the fuck, Alter? Also, irgendwie ist das wirklich abgefahren. Er verhaut Einhörner, er verhaut... Was hast du noch alles? Teddybären? Geschenke? Teddybären, solche komischen, pummeligen Teddybären, oder? Oh mein Alter, Gott. gucktet euch an! Nochmal zwei Setpläne. Ich bin die ganze Zeit nur am Einsammeln. Also, falls Ihr hört ihr... vielleicht sogar noch meine Maus klicken die ganze Ja, Zeit. man hört ihn noch ein bisschen, aber das könnte ich herausfiltern dann. Das werde ich dann herausfiltern, jetzt ist auch schon wieder weniger. Das ist ja... Aber hier, da oben Meine liegt Güte. noch ein Einhorn und alles. Oh mein Gott, und da kommt schon das nächste. Also, Komm hier, für die, die da, es nicht kommen... rosafarbenes Und Regenbogen-Einhorn. Teddybären Und kommen hier auch kommt, noch. warte. Also es ist immer über Warte, was Skype haben wir ein hier? bisschen verzögert, Schmusebärchen. ne? Für die, die es nicht kopieren, wenn er schon schreit oder so und lol, und das kommt ja erst noch. Dann ist genau, wann ihr achten sollt, was Ja, passiert. das ist halt Skype-Qualität. Yo. Und der MC Oh, Black Dragon jetzt. ist auch in Immer drauf deinem da. Teamspeak, aber der hat sich gemutet, aber der hört uns noch. Weil er hat auch einen Ah, der ist ein YouTube-Kanal. kleiner Homo. Nicht abonnieren oder so. Also der kann dann ab dem Auf ersten ganz keinen Fall, der abonnieren. macht richtig beschissene Videos. Ja, da hat bis jetzt nur ein Nee, Video auf der macht seinem richtig Kanal. Er ist beschissene wirklich Videos. schlecht. Nee. Ich glaube, ich kann seinen Kanal schon hier noch in die Beschreibung setzen, ne? Oh, nee. Das sieht aus und dann noch Regenbögen mit Smileys. Yay. Ja, das vor allem das Ganze ist dunkel. Ja, ich sehe es. Ich kenne das nur aus dem vorigen Spiel. Da war das da war das Ganze in hell. Also da hat man wenigstens noch was gesehen. Da war das richtig hell und bunt und alles. Aber Alter. hier ist das ja richtig dunkel. Das ist ja, also ich würde mal sagen, die Guck Kleinkinder mal auf die würden. Karte! Guck mal auf die Minikarte! Eine Rakete. Da ist einfach so eine Rakete, das ist so selbst gezeichnet. Oh, ich glaube, ich bin Lol. am Ende. Was hat, wer hat das gespielt? Ein kleines Kind? Ich habe keine Ahnung, wer Lol. sich das einfallen hat lassen. Ich hoffe jetzt mal Auf jeden Fall wirklich. geht's hammerhart ab. Ich hoffe jetzt wirklich mal, dass das geklappt hat mit der Aufnahme, weil. Ich glaube, jetzt habe ich nur einmal Zeit. Ja, da sieht man noch Diablo 3. Ja, das schauen wir doch gleich mal ein Ja, bisschen das ist jetzt weiter. das. So sollte es normalerweise aussehen. Alter, wie viele Items hier droppen. Ist ja nicht mehr normal. Wow, ich habe keinen Akku mehr auf meinem Nachhol. Dabei wollte ich jetzt gleich einen Timer stellen, wie lange Alter, schon. hier droppen gerade so viele Legendaries und alles. Truhe mit Legendary. Was ist Nee, doch nicht. Legendary? Ich kenne Diablo 3 eigentlich gar nicht, weil ich meine, ich bin eigentlich nicht so... Legendäre Sachen. Ja, toll. Legendäre Sachen sind halt eben die besten, die du haben kannst. Und dann gibt's von den legendären und den Set-Sachen gibt's noch mal eine Stufe höher. Das sind die Ancient, das sind so die uralten Gegenstände. Die sind noch heftiger, die gehen richtig ab. Okay. Das ist aber mit einer sehr geringen Chance. Also ist das immer random, was da droppt? Davon habe ich auch nur wenige Gegenstände. Kannst du das ja auch mal holen. Das ist richtig Ja, ich lustig. bin nicht so richtig sicher, ob es Ich mir habe hier eine gefällt, weil ich... Drop-Chance gerade.
Ich habe 37 Magiefund, Alter. Ja, ist alles wegen meinem Gem, den ich im Helm habe. Ich glaube, ich würde das so oder so nicht spielen, deswegen hole ich es mir nicht, weil ich bin nicht so der Fan von so etwas irgendwie. Ja, ich spiele eigentlich auch League of Legends, aber das, ne. Ja. Aber das ist ja echt, also, die Regenbogenwelt war gerade schon echt geil. Ich hoffe jetzt mal einfach, dass ich hier nicht eine Verwarnung bekomme, ne? Hier auf meinem Zweitkanal. Das wegen der Musik, das muss jetzt wirklich mal sein. Sonst könntest du ja noch ein bisschen darüber erzählen, ne? So ein bisschen Werbung machen für Diablo 3, vielleicht holen uns dann noch wieder mal noch ein paar tausend oder vielleicht meine 50 Abonnenten. Für Diablo 3 kann man tatsächlich keine Werbung machen, habe ich das Gefühl. Entweder man sieht eigentlich, das ist das ganze Spiel, also du läufst eigentlich rum. Ich kann gleich nochmal zurückgehen. Muss ich eh, dann kann ich meine ganzen Pläne und all sowas einlösen. Ich sehe einfach nur noch, wie du da im Kreis läufst, Zahlen hochgehen und irgendwann ein paar Leute sterben. Ja, das ist mittlerweile, ich spiele jetzt gerade aber auch nur auf T2. Ich könnte noch wechseln auf einen heftigeren Charakter, mit dem mache ich dann T6, also das ist dann die höchste Stufe, die man haben kann, höchste Schwierigkeitsgrad. Ja. Wir können mal einfach zurückgehen. Yo, da dänzt er sich zurück. So. Was ist das so? Eine Art, so ein, man erkundet die Map, schnetzelt sich da durch, aber trotzdem auch wie ein WoW. Oder nur, so ziemlich. Also mittlerweile kann ich halt eben nicht mehr großartig leveln, also der riesige Level-Aspekt fällt weg. Ich kann halt eben jetzt hier noch auf Paragon, da kann ich mir halt eben Bewegungsgeschwindigkeit, Bonus, kritische Trefferchance, Angriffsgeschwindigkeit, Widerstände, sowas halt eben alles holen. Damit levelt man dann noch weiter, aber das ist vernachlässigbar. In der Masse macht's dann wieder viel, aber jetzt so ist es. Also jeder einzelne Punkt macht's da nicht. Lass mich mal kurz gucken. Der Ring ist irgendwie das Lied trifft's irgendwie komplett, what the fuck, zum Spielen. Ja, vielleicht kommt ja noch der Black Dragon noch irgendwie zurück, vielleicht wenn er Bock hat, ne? Da kann er auch noch ein bisschen Werbung für seinen Kanal machen, wenn er will. Weil sonst hat er nur die Werbung auch in der Beschreibung. Ich hab zweimal das gleiche Set. Ich hab dreimal das! Ja. Ja, fick die Henne, ich hab dreimal den gleichen Set bekommen. Das ist ja super. Ich dachte jetzt so richtig am Abgehen kannst du alles mögliche, aber nein. Hat doch nicht so geklappt, die Regenbogen. Hat doch noch nicht so geklappt, die Einhörner zu bekommen. Ich hab jetzt hier zwei übrig. Ich hab zwei übrig, genau das gleiche Set. Lol. Ach, die können wir alle noch wenigstens einlösen. Ja, was mach ich denn jetzt mit den Dingern? Kann ich die. Ne, kann ich auch nicht. Mich verkaufen. Ich bin bei euch drinnen, ne, Leute, und ihr es wisst. Ja, wir wissen's, ja. Deswegen sag ich ja, vielleicht kommst du ja zurück und kannst vielleicht noch selber machen. Hast du eben gesagt. Ja. Für wen? Noch ein bisschen für deinen Kanal werben. Er kommt bei mir sicher mal in die Beschreibung, aber wenn man dich nicht hört, weiß man nicht, wie es ist. Also ich habe ihn schon mal abonniert, Leute, ne? So. Geht's wieder zu dem einen? Aha, Pokémon auf dem Handy. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, Barbar, also die Klasse Barbar jetzt hier, die ist echt langweilig. Das so, ist Leute, ich muss jetzt mal kurz den Text wechseln, also weil ich bin drüben bei Neo wieder. Okay. Jo. Aber das ist halt eben echt jetzt gerade bei meiner Skillung ein bisschen langweilig. Also ich drücke eigentlich
hauptsächlich auf die linke Maustaste. Die halte ich einfach nur gedrückt, dann drehe ich mich. So, und dann kann ich hier halt eben noch meine ganzen Specials aktivieren, rechte Maustaste für Blutungsschaden und dann drehe ich mich weiter durch. Das kommt mir irgendwie wirklich ziemlich ähnlich wie Leech of Legends vor, aber ist es einfach trotzdem einen großen Unterschied? Ja, das Ganze hat halt eben hier jetzt nicht den, wie in Leech of Legends, diesen starken Multiplayer-Aspekt auch, sondern eher den, diesen Farming-Aspekt. Ja, du hast halt eben mehr so das Farmen hier im Vordergrund und einfach das Schnetzeln als halt eben die Taktik leider. Nee. Wenn sie das noch reinfügen würden, dann wäre das wirklich das geilste Spiel, das ich mir so vorstellen könnte. Zum Beispiel, dass du im Multiplayer gegen die kämpfen kannst oder gegeneinander oder so, ne? Dass du dich hochleveln kannst, dann kannst du gegeneinander spielen. Gegeneinander gibt's gar nicht, also soweit... Eben, dass sie das noch hinzufügen würden. Soweit ich das weiß... Zum Beispiel, dass sie das hinzufügen würden, dass du gegeneinander kämpfen kannst, so... Beispiel 5 für 5 Teams gegeneinander und dann kannst du dich hochleveln, verbessern, im Singleplayer zum Beispiel und dann rüstest du dich aus und mit dem kannst du dann antreten oder so. Das meine ich zum Beispiel mit dem Gegeneinander. Lord. Ja, das müssten sie tatsächlich noch einfügen. Also das Höchste, was du an, ja, was du an Vergleichen haben kannst, ist halt eben eine Bestenliste. Aber das ist tatsächlich, also da kannst du nur was reißen, wenn du wirklich High-End-Spieler bist. Da machst du vorher gar nichts. Eben, das ist, das ist heftig, also. Das sind sozusagen die, die den ganzen Tag spielen, ohne was anderes zu tun. Ja, also es gibt, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier so gucken kann. Nee, kann ich nicht, oder? Nee. Nee, ich glaube nicht. Also es gibt eine Bestenliste auf jeden Fall noch, wo man mit... Also das hier ist jetzt ein normales Rift. Und es gibt die ganzen Dinger auch noch in stärkerer Version, das heißt, das im Ernst, die sich Rift deinem Level anpassen halt eben, beziehungsweise du kannst immer weitergehen. Heißt das wirklich Rift? Und da gibt's eine Bestenliste. Ja, das sind wirklich Rifts. Lol, weil in Leech of Legends heißt es ja auch, Summoner's Rift. Nephalem Portal. Weil in Leech of Legends heißt ja auch Summoner's Rift. Deswegen meine ich ja. Hat das noch was? Ja. Weil ein YouTuber, der sagte wirklich, der hat das herausgefunden, irgendwie, dass alle Sachen, also die meisten Sachen, die Leech of Legends so rausgebracht hat, an Gems und Fähigkeiten und so, sind wirklich von irgendwo genommen worden. Und zum Beispiel, kam ja ein neuer Champ raus, den Rek'Sai, den wollte ich heute eigentlich aufnehmen, ja eben, auch an meine Community. Und anderen wurde mehr weggenommen. Aber mir ist irgendwie aufgefallen, ich sag das schon mal einem Kollegen, das sieht irgendwie aus wie einer aus einem Film, wo ich gesehen habe. Und jetzt fühlen wir irgendwie heute Nachmittag ein, von welchem Film, weil ich den gesehen habe im Laden. Und der heißt Predator. Kennst du den Film? Da gibt's ja diese Leute. Der ist aber schon älter, oder gibt's einen neuen? Ja. Ich bin nicht sicher. Predator ist doch, glaube ich, ein älterer Film. Ja, schon. Aber die haben ja so eine komische Schnauze da, oder? So ein komisches Maul. Genau, ja. Der Rek'Sai hat genau das fast gleiche Maul. Und auch irgendwie das Aussehen und noch ein Rückenflosse wie ein Hai. Noch was gekoppelt von einem Hai. Und what the fuck? Irgendwie wirklich, dass ich, ich den das nächste Mal gesehen habe, dachte ich irgendwie, what the fuck, in welchem Film bin ich jetzt wieder? Predator oder was? Es ist einfach irgendwo durchschnittlich. Deswegen, also ich habe früher ja Leech of Legends gespielt gehabt. Da gibt's ja auch einen Mordekaiser. Irgendwann wurde mir das dann ein bisschen doof. Kennst du auch den Mordekaiser noch? Kennst du noch den Mordekaiser? Ja, ja. Da seine Spells, die sind ja alle nach Metal-Titeln benannt. Mehr nicht? Nur Metal-Titel. Wirklich erfinderisch sind die nicht gerade. Das muss ja jetzt wirklich irgendwo zugeben. Nee, ich fand das halt eben irgendwann langweilig. Die hatten keine Ideen. Ja, ja. Ja, schon so.
Du kannst noch oft ein 2 drücken, das ist nicht ready. Ich sehe einfach unten, was du drückst und einfach nichts ist ready. Ja, das ist einfach so. Ja, ich halte einfach immer so, kurz davor halte ich einfach immer drauf. Halt drauf, Junge, halt drauf! So, ruft der Uhr an, jetzt müsste der eigentlich fallen. Das lang müsste reichen, wenn es schon mal auf irgendwelche Kleinen kommt. Wollte eigentlich ja nur die Einhörner zeigen. 11 Minuten! Und ich hab den Timer anfangen gestartet nach den Einhörnern. Der Karte sei Dank. Minimap, ich liebe dich. Noch so ein geiles Teil. Nochmal die widerlichen Sammler. Was zum Teufel? Der eine ist zwar abgehauen, aber das ist mir egal. Einen von denen will ich haben. Einen will ich haben. Ich habe aber keine Spells ready. Das war gerade eben ja so übertrieben, wo der mir die ganzen Pläne rausgeschmissen hat. Komm. Krass, hier nichts. So. Zuerst fightet man eine Stunde und dann sammelt man eine Stunde wieder die Sachen ein. Ja, das ist tatsächlich, also, was der hier alles, was die alles rausschmeißen, guck dir das mal an, ey. Ja, ich sehe es eben, das ist so. Ja. Nee. Du fällst jetzt! Hau ab, so. Plan von Schwund habe ich bekommen. Ja, das ist halt eben bei diesen Goblins, die lassen echt, also die lassen viel zu viel fallen. Ich meine, das ist könnt gut, ja machen, aber das könnte man auch zum Beispiel alles einsammeln oder so, oder zwei Bündel zusammen schmelzen lassen, dass ja, sich genau, das anzieht hier, oder so. Direkt einfach mehr oder sind. Dass sich das anzieht. So ein Bündel und nee, da kannst du hingehen und nur noch alles. Dass dann 20 da liegen. Dann liegen da halt eben einfach 20 Dinger übereinander. Also sprich, ja, oder ineinander und du musst einsammeln. Nur noch einmal klicken und dann ist alles ein. Das ging auch. Das ist echt, ich meine, wir rennen jetzt wieder hier erstmal planlos rum. Hier ist noch eine Truhe, die schmeißt auch noch was raus. Sicher wieder und alles voll. Guck mal, was da vorne. Ja, das ist echt. Alter. Ein legendäres Schwert und nochmal auf Alt drücken. Das sind schaffst du es nochmal in die Leute, halt ihr mich? Nee, tun wir nicht, wir hören dich nicht. Wir haben auch nicht geantwortet. Nee, das wäre ja eine User Lüge. Your channel. So. Was ist denn jetzt passiert? So, jetzt. Okay, wer ist jetzt getimed dort? Alter, bei mir buggt das Internet gerade richtig. Und dein Mikrofon. Ja. Nee, jetzt bei dir buggt alles, Justin. Doch. Das brummt. Sobald du redest, brummt dein Mikrofon. Das ist extra so eingestellt. Ja, natürlich, damit das brummt. Damit es extra für dich brummt. Ja, nur für die Aufnahme. Alles nur für die Aufnahme. Ja, der kann mag das, wenn es brummt. Damit ich noch mehr Rauschentfernung machen kann. Genau. So, jetzt hab ich. Ja, ich weiß gar nicht, nimmst du überhaupt noch auf? Ja, ich nehme noch auf. Achso, okay. Nach den Einhörnern. Du bist echt am Aufnehmen? Ja. Ja, der nimmt gerade Diablo 3 auf. Ich glaube, jetzt mache ich dann eben, ich hatte eben so eine Einhornwelt. Eben, die habe ich aufgenommen. Jetzt nach der Einhornwelt habe ich dann den Timer gestartet. Jetzt sind es schon 14 Minuten. Jetzt sind wir auf circa auf 20 Minuten schon aufnehmen. Ja, ich weiß nicht, willst du das als ein Video oder mehrere? Ich lasse gleich ein Video zusammen. Ja, machen wir. Das ist man ja, Junge. Machen wir das mal, als wär's geplant, als wär ich so ein Profi. Machen wir mal zum Folgenende, porten wir uns zurück und rauchen mal auf. Ja, als wär ich Profi. Wie einstudiert. Als wärst du ein Profi, du bist ja kein Profi, ne? Ja, ich bin auch echt kein Profi. Und hättest du es jetzt also, nicht YouTube gesagt, so angeht. Dann wird es auch niemand auffallen. So, was haben wir hier? Nein! Ja, wo er jetzt gerade aufnimmt, ich bin der MLC Black Dragon. Kann damit nicht, auch, ich denke mal, der wird einen Link in die Beschreibung mit reinhauen. Und nee, auch also, nicht in die Beschreibung schauen, wo er verlinkt ist. Das geht. Yes. Ich meine, der heißt in Real Life Justin, also den kannst du direkt abschmieren.
Oh mein Gott, den nicht den gegen aber nur. Hey, ich bin nicht so ein, Kevin. Oh mein Gott, wir haben einen Kevin bei uns in der, da wo ich arbeite. Ich arbeite auch mit Kevin. Kevin Justin, das ist der schlimmste Name ever. Kevin Justin, zum Teufel. Und der lebt noch? Also ich wäre schon. Auf Arbeit, Alter, der geht richtig ab. Glaub mir. Also ich wäre schon längst gesprungen. Also eben, ich habe auch einen Kevin und dann hatten wir bei der Weihnachtsfeier ein Zauberer, der hat ihn so richtig auf die Schippe genommen. Der hat so irgendwie gesagt, der hat so eine Tomate irgendwie verschwinden lassen, so richtig auf die, offensichtlich in die Hose. Und er so, Kevin, wo ist die Tomate? Kevin, sag's, Kevin, wo ist die Tomate? Kevin! So richtig übertrieben. Und am Schluss sagt er so in der Flasche drin. Und dann öffnet er so, was ist doch nicht in der Flasche? Dann war die wirklich da. Und irgendwann hat er sie mal nicht herangetan und dann irgendwie, oh mein Gott, das war so richtig mies. Oh Gott, kleine Verarschen, ne? Ganz kleine nur. So, also ich denke mal, wie viel Zeit haben wir auf dem Timer? Keine Ahnung, circa 20 Minuten. Ja, dann können wir jetzt erstmal die Folge beenden. So also, richtig professionell. Das wahrscheinlich eh nur so als können wir es mal beenden. Ne? Ich will auch mal pennen gehen, ja. Ciao. Yo. Ja. Wollt ihr euch zuerst verabschieden oder so? Ja, wir fangen mit den Schmantigen an, also Justin zuerst. Nee, Leute, das ist schon korrekt. Ihr könnt mir abonnieren. Ich habe ihn auch noch. Wieso liegen die jetzt hier? Weil sie es können. Oh Gott. Oh mein Gott. Naja. Wir sind schon wieder hier, die Profis am Werk. Ja, denn. Wir haben da drauf. Na gut, also dann denke ich mal, sofern er mitspielt, beenden wir hier die Folge. Ich weiß nicht, ob das überhaupt auf YouTube kommt. Wenn ja, dann wird das wahrscheinlich eh nur so eine kleine Zwischenfolge werden. Einfach nur so nebenbei. Ja. Und, ja. Ja. Kannst du wetten. Ja, dann kommt nur noch von mir gesagt. Tschö mit Ö und ciao mit V.